Im Hamburger Ausgehviertel Schanze gibt es erneut einen Corona-Ausbruch. 16 Gäste der Shisha-Bar Le Wu sollen bereits positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sein. Wenige Tage zuvor hatten sich bereits 13 Kneipengänger in der Bar Katze infiziert, die ganz in der Nähe liegt. Corona-Ausbrüche im Nachtleben und bei Festen bereiten der Bundesregierung Sorgen. Es kommt aktuell eben vermehrt zu Ansteckungen und Übertragungen innerhalb Deutschlands. Immer wieder bei Familienfesten und anderen Festivitäten und auch wieder im Nachtleben. Die Dynamik nimmt also zu. Ein weiterer Anstieg ist auf keinen Fall auszuschließen. Neben Hamburg gibt es auch Corona-Hotspots im Landkreis Cloppenburg in Berlin, Hamm, Gelsenkirchen, Würzburg und München. In der bayerischen Landeshauptstadt soll ab Donnerstag eine Maskenpflicht an öffentlichen Orten gelten, wo es zu großen Ansammlungen kommt. Beispielsweise Marienplatz oder Viktualienmarkt. An Party-Hotspots gilt dann Alkoholverbot. In Berlin sorgen Straßenpartys für Polizeieinsätze wie hier in Mitte, weil über 1000 Amüsierwillige auf Abstand und Masken verzichten. Der Berliner Senat hatte ein Corona-Ampelsystem eingeführt. 2 von 3 Werten sind auf Gelb gesprungen. Deswegen beraten Fachpolitiker am Nachmittag über schärfere Maßnahmen. Nur die Krankenhäuser liegen noch im grünen Bereich, weil die meisten Infizierten derzeit vergleichsweise jung sind und selten stationär aufgenommen werden müssen.